schön, dass du wieder da bist. Wie war denn die Messe? Erzähl doch mal. Hallo, mein Schatz. Die Messe war toll, eigentlich toll. Aber gesehen habe ich davon jetzt nicht so viel. Damit euch das nicht passiert, zeige ich euch jetzt, wie ihr den Pony eurer Perücke schneiden könnt. Los geht's! Kennt ihr das auch? Ihr seid auf einer Convention und ihr seht super coole Cosplays und sprecht mit super netten Leuten, aber es gibt immer mindestens eine Handvoll Leute, die den Pony ihrer Perücke nicht geschnitten und nicht gestylt haben und die laufen dann ungefähr so rum. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und das macht mich schon vom Zusehen völlig wahnsinnig und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr super einfach den Pony eurer Perücke schneiden könnt. Let's go! So, Freunde, das hier ist mein Freund Karl, der Kopf. Und Karl hat das gleiche Problem wie ihr auch. Karl sieht einfach nicht, was auf ihn zukommt, weil sein Pony viel zu lang ist. Mein Gott, der Arme! Zuallererst fixieren wir die Perücke mit einer Stecknadel auf den Perückenkopf. Ich mache die direkt hier oben rein. Da. Karl, das tötet Menschen. Was ich jetzt als allererstes mache, wenn ich irgendetwas an einer Perücke schneide, ist die Teile separieren, die ich nicht schneiden will. In diesem Fall sind das die kompletten Längen vom Karl. Dafür nehme ich jetzt einen handelsüblichen Haargummi und binde das erstmal alles zusammen. Muss nicht super schön sein, muss nicht super fest sein, Hauptsache es erfüllt den Zweck. So, jetzt hat Karl einen schönen Zopf bekommen und wir widmen uns dem Pony. Okay, Stella, soweit so gut. Aber was brauchen wir überhaupt zum Perückenschneiden? Nichts Besonderes. Also ich habe hier eine Küchenschere. Das sind ja keine echten Haare. Das ist ja quasi Plastik, was ihr hier schneidet. Das heißt, ihr braucht keine professionelle Haarschneideschere. Es tut auch eine ganz normale, gute Papierschere, Küchenschere, was auch immer. Ich habe hier so eine. Und was ich mir noch angeschafft habe, zusätzlich dazu, ist solch eine Schere. Das ist eine Effilierschere. Ich zeige euch die mal. Die hat wie so einen kleinen Kamm hier auf der einen Seite. Und damit könnt ihr Haare super, super gut ausdünnen. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr öfter Perücken stylt, so ein Ding mal anzuschaffen. Kostet auch gar nicht so viel Geld. Gibt es schon für 10, 12 Euro zu haben. Natürlich findet ihr diese Schere auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. So wie immer. Ja, okay, Stella, jetzt weiß ich, was ich brauche. Aber wie fange ich denn jetzt an? Ich will ja nicht, dass das zu kurz wird. Ja, zu kurz sollte es besser nicht werden, weil Haare ankleben ist schwierig. Wobei Cosplayer auch sowas tun. Egal, darum geht's jetzt nicht. Bevor ihr jetzt irgendwas abschneidet, solltet ihr euch fragen, wie soll euer Pony denn später aussehen? Soll der wirklich flach aufliegen und ihr wollt ihn einfach nur kürzer haben? Oder wollt ihr ihn ein bisschen hochstylen? Soll er ein bisschen Volumen kriegen? So zum Beispiel, dass er ein bisschen vorne hochsteht. Das ist ja bei vielen Anime- oder Gaming-Charakteren der Fall, dass die Haare einfach ein bisschen mehr Volumen haben als normal. Falls dem so ist und ihr Volumen in eurem Pony braucht, stopp, nicht schneiden. Erst stylen, dann schneiden. Ihr braucht nämlich, um Volumen in euren Pony zu bekommen, noch etwas längeres Haar, denn ihr müsst toupieren. Ich zeige es einfach mal. Sieht ein bisschen wild aus, aber im Prinzip ist es genau das, was ihr tun müsst, um Volumen in eure Perücken zu bekommen. Die obere Schicht wird dann schön glatt gekämmt, sodass man das darunter Toupierte nicht mehr sehen kann. Und hier vorne entsteht jetzt schon etwas Volumen. Wer das jetzt fixieren möchte, schnappt sich jetzt ein Haarspray der Stufe 5, also ein super, super gutes, festes Haarspray und einen Föhn. Sprüht da ordentlich Haarspray drauf, föhnt das mit dem Föhn direkt danach trocken und dann ist das bombenfest toupiert. Genau, dann werden die Haare nochmal drüber gestylt und dann merkt ihr auch schon, die Haare kommen insgesamt viel höher. Das heißt, ich würde es jetzt nach dem Stylen ungefähr auf dieser Höhe, hier ist die Nase, abschneiden. Bei dieser Perücke bürste ich jetzt das Toupierte wieder raus, weil ich den Pony ganz normal flach schneiden möchte. Was ich jetzt immer mache, um die Länge zu bestimmen, wo ich meinen Pony haben möchte, ist die Perücke selbst auf meinen eigenen Kopf setzen. Dieser Kopf hier ist zwar auch schön und gut, aber das Gesicht ist deutlich kleiner als meins und die Proportionen sind ganz anders. Das heißt, ihr könnt an diesem Perückenkopf nicht gut erkennen, wo schneide ich jetzt den Pony. Also wo kürze ich den jetzt, wie schneide ich das ab, sodass es quasi an mir auch gut aussieht. Deswegen empfehle ich immer den ersten Schnitt und wenn es nur eine Strähne ist, zu machen, wenn ihr die Perücke selbst auf dem Kopf habt.
Und genau das machen wir jetzt. Wir setzen die auf und dann werde ich mir eine Strähne nehmen und die so kürzen, dass es mir gefällt. Und alles andere passen wir dann wieder auf den Perückenkopf an. Let's go! Ich sehe gar nichts. Das muss doch die Hölle sein. Warum gehen denn Leute so auf Conventions? Um sicher zu gehen, dass die Perücke auch richtig auf eurem Kopf sitzt, tastet mal mit den Fingern hier oben so ein bisschen an den Rand, dass ihr fühlt, wo die Kante ist, wo die Perückenkappe losgeht. An den Seiten einmal ziehen, sollte ungefähr auf gleicher Höhe sein und die Kappe sollte auch im Nacken gut sitzen. Dann habt ihr den richtigen Sitz und dann schneidet ihr euch eine Strähne ab. Ich würde mir jetzt mal hier einfach so eine Strähne aus der Mitte rausgreifen, die hier, und alles andere klippe ich jetzt erstmal zur Seite. Ja, wunderschön. Jetzt könnt ihr zumindest schon mal was sehen. Greift zu eurer Schere. Und jetzt kann ich den Blick in einen Spiegel empfehlen. Und jetzt kürzt ihr euch diesen Pony auf die Länge, wo ihr ihn haben wollt. Und dann noch einen Zentimeter länger. Also bevor ihr jetzt hier auf der Höhe abschneidet, geht lieber noch mal einen Zentimeter tiefer. Und denkt auch dran, wenn ihr diese Strähne jetzt runterzieht und ihr die danach loslasst, geht die wieder ein Stück nach oben. Also tendenziell immer etwas tiefer ansetzen, als zu hoch abschneiden. Ich denke, ich würde es unterhalb meiner Augenbrauen mal abschneiden. Vielleicht so hier auf der Höhe. Ja. Genau. Wie ihr gesehen habt, sind die Haare in dem Moment, wo ich geschnitten habe, nochmal ein Stück nach oben gerutscht wieder. Jetzt nehmen wir die Perücke wieder ab, tun sie auf den Perückenkopf drauf und dann wird der Rest geschnitten. So, ihr könnt jetzt hier die eine kurze Strähne sehen, die wir schon abgeschnitten haben. Und den Rest gleichen wir jetzt quasi an und das machen wir erstmal komplett gerade rüber. Ganz ruhig, keine Aufregung, natürlich wollen wir keine schnurgerade Kante haben. Danach zeige ich euch, wie ihr die Kante verblenden könnt. Erstmal eine Linie. So. Und so arbeiten wir uns jetzt den ganzen Pony lang. Jetzt wollen wir diese Kante, diese ziemlich hässliche Kante, natürlich noch ein bisschen verblenden. Und was auch super wäre, wenn der Pony nicht so ganz krass dick wäre. Das sind schon extrem viele Haare und sieht dadurch sehr unnatürlich aus. Deswegen werden wir den jetzt ausdünnen und dann werden wir die Kante noch ein bisschen verblenden, sodass sie natürlicher aussieht. Zum Ausdünnen empfehle ich auf jeden Fall so eine Effilierschere. Die ist super praktisch. Ich zeige euch kurz, wie das geht. Wir machen das aber auch nochmal mit der normalen Haushaltsschere. Den oberen Layer würde ich immer weglassen. Den kann man ja einfach mal nach hier hinten klipsen. Und jetzt nehme ich mir einfach Strähnen und schneide da einfach mitten rein. Und den nächsten. So. Und wenn ich das jetzt auskämme, kommt da unglaublich viel Haar raus. Sprich, hier oben wurden jetzt einige Haare mittendrin, so zwischendrin abgeschnitten. Man sieht es aber nicht. Unten fällt es auf jeden Fall jetzt schon viel schöner. Wer keine Effilierschere hat, kann das auch mit der normalen Haushaltsschere machen. Da müsst ihr aber ein bisschen mehr aufpassen. Dann nehmt ihr euch einfach so eine Strähne. So. Und schneidet quasi schräg. Also ihr könnt die eindrehen, die Strähne. Das ist auch noch ein schöner Trick. Quasi so. So wie Löckchen drehen. Halt einfach so eindrehen. So. Genau. Und dann geht ihr mit der normalen Schere ran und macht den hier. Und das hat im Prinzip einen sehr ähnlichen Effekt wie mit der Effilierschere. Dadurch wird der Pony einfach ein bisschen dünner. Wirkt nicht so schwer, wirkt nicht so blockig
und sieht dadurch auch natürlicher aus. Ihr könnt bereits jetzt sehen, der Pony ist schon deutlich natürlicher geworden. Und auch diese Kante ist nicht mehr ganz so krass hier unten. Wenn ihr jetzt die Kante eures Ponys ein bisschen schöner haben wollt, ohne eine Effilierschere zu haben, könnt ihr mit einer normalen Haushaltsschere einfach von unten reinschneiden in die Haare. Ich zeig das mal. So. Und dann von unten rein. Damit verblendet ihr diese krasse Kante. Ich nehme jetzt die Haare, die ich vorhin nach hinten gepinnt habe, nochmal nach vorne. So. Dann auch die müssen wir ja noch ein bisschen mit verblenden. Guckt mir sogar auch noch ein bisschen zu voll. Da gehe ich jetzt einfach nochmal mit der Effilierschere hier so die Kante lang. Eins, zwei, drei. So, und fertig sind wir im Prinzip. Ihr könnt euch die Perücke jetzt einfach nochmal aufsetzen, um zu schauen, ob der Pony euch auch kurz genug ist. Genau das machen wir jetzt. Vorsicht, nicht vergessen, die Nadeln rauszunehmen. Das wird sonst echt schmerzhaft. Oh Gott, der ganze Boden ist voll. Und ich voller Haare. So. Also, der Pony sieht jetzt schon ganz cool aus, hängt mir nicht mehr komplett in den Augen rum. Jetzt müsste man quasi noch ein bisschen Haarspray draufsprühen und ein bisschen mit dem Föhn trocknen, sodass der auch richtig schön in Form bleibt. Und wer ganz perfekt sein möchte, kann natürlich jetzt diese Seitenbereiche hier rechts und links noch mal ein bisschen mit dem Pony verblenden. Und das geht so. Punkt 1, bürsten. Dann nehmt ihr euch quasi diese Haarsträhne. Ich würde das gar nicht allzu weit machen, vielleicht so hier. Und schneidet mit der Schere so runter. Kann man das sehen? Ich kann auf jeden Fall nichts sehen. Schere ganz schräg halten und in einer Schräge nach unten schneiden und immer nur so ein kleines Stück die Schere bewegen. So bekommt ihr hier eine sehr natürliche Kante hin. Das gleiche noch auf der anderen Seite. Aufpassen, hier ist die Perückenkappe. Davon dürft ihr natürlich nichts wegnehmen. So, Karl dem Kopf geht es jetzt auf jeden Fall besser. Er hat jetzt freie Sicht und bekommt von der nächsten Convention auch was mit. Sei schlau, mach's wie Karl. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Wiedersehen! Ach so, ja, falls dir dieses Video gefallen hat, findest du vielleicht auch das hier interessant. Oder das da.